warte mal, Ivanjo haben auch sehr viele vorgeschlagen, aber da gucke ich schon mal kurz rein, was denn das Thema von Ivanjo gewesen. Wie schmeckt das teuerste Luxushotel auf Madeira? Wir gehen rein, let's go. Oh, ich habe hier gerade eine Frage bekommen, was ich lieber essen möchte und ich kann mich überhaupt nicht entscheiden. Ich leite mal die Frage an euch einfach weiter. Wollt ihr lieber Hühner essen? Lecker. Oder Truthähne? Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir und heute heißt es Geld her. Geld her. Leute, es wird sowas von teuer, ne? Ich brauche Geld. Es wird wirklich ein sehr, sehr teures Video heute, weil ich möchte heute mit euch zusammen reiche Menschen jagen. Los, was ist hier? Geld, verdammt nochmal, Mann. Wenn man von meiner Terrasse aus, ne, darüber blickt, Leute, dann... Das hier ist das Savoy Palace Hotel. Ist allerdings nicht das teuerste Hotel auf Madeira. Also er sagt, das teuerste Luxushotel auf Madeira, ist aber nicht so. Das teuerste Hotel auf Madeira, meiner Erfahrung nach, ist das Reeds Hotel. Das ist ein bisschen altmodisch, das ist so sehr modern, sehr neu und sehr schön und so. Aber ich glaube, das teuerste Hotel auf Madeira ist das Reeds Hotel. Das ist so ein bisschen eher auf alt und so mit Antiquitäten und sowas gemacht und so weiter und so fort. Wir schauen mal kurz rein. Ich glaube, das hier ist das teuerste Hotel auf Madeira vom Preis her. Zeigen wir mal. Das ist so ein altes, ein sehr altes Gebäude, aber auf so luxuriös gemacht. Und das kostet auf jeden Fall mehr als das Savoy Palace. Das ist aber auch wirklich so, es hat so eine Historie und so und blablabla. Also das ist schon so, seit Jahrhunderten wird das von Engländern, keine Ahnung, geschätzt und blablabla und blablabla. Also das... Ich glaube, das ist das teuerste Hotel auf Madeira. Dann seht ihr genau das da, dieses Hotel. Das ist das Savoy Palace Hotel. Das teuerste Hotel hier auf Madeira. Alter, ein Zimmer da ist sowas von arschteuer, Mann. Angeblich soll das Bett so königlich aussehen. Du sollst einen Pool mit Terrasse mit dem Meeresblick haben. Oh, wahnsinnig schöne Toilette, wo man richtig reinkacken kann. Noch mehr Pool. Ein Veganer. Ich habe mal ein Luxushotel in Hamburg getestet. Allerdings würde ich gerne so ein Format vielleicht draus machen. Zum Beispiel hier auf Madeira oder keine Ahnung, vielleicht sehen wir mal New York. Da testen wir mal New York, das teuerste Hotel. Es ist auf jeden Fall ein sehr kostspieliges Video, sage ich es mal so. Wir nehmen natürlich nicht das billigste Zimmer. Wir wollen natürlich einer der teuersten Zimmer nehmen. Oder das teuerste. Und das Hotel sieht scheiße teuer aus. Allerdings ist es das Geld wert. Schmeckt das Hotel lecker? Dafür bin ich da, ihr Schweine. Weil heute drehen wir, wie schmeckt das teuerste Hotel hier auf Madeira. Und wenn ihr wissen wollt, wie viel mich dieses Video hier kosten wird, müsst ihr einfach nur runterscrollen. Kurz mal in die Kommentare, den angepinnten Kommentar von mir sehen. Weil da sage ich es euch. Guckt, ja, geh mal runter. Ja. Öffne mal. Ja, okay. Kannst du wieder hoch? Du Fettsack, ich will dich küssen. Komm, ja, ich hab dich völlig verarscht. In den Kommentaren steht gar nichts. Du wirst am Ende des Videos erfahren, wenn ich die Rechnung kriege. Dann zeige ich sie dir. Probier das Hotel ja wirklich durchzutesten. Wirklich hier Geld rauszuknallen, wie sonst was. Hier einen guten Einblick darüber kriegen. Und ihr wisst, Digga, ich kann mit Luxus eigentlich auch nicht so viel anfangen. Ich muss sagen, Luxus und ich passt so gut zusammen. Die Prank Bros und echte Pranks. Will Tot. Tot massiert. Allerdings kann ich natürlich euch diese Erfahrung machen und euch da mitnehmen und euch zeigen, wie dieser Luxus hier auf Madeira ist. Und bevor mir jemand in die Kommentare schreibt, ja, du kannst ja steuerlich absetzen lassen. Na klar kann ich steuerlich absetzen lassen. Allerdings kriegt das Geld nicht von heute auf morgen wieder. Es wird von meinem Konto erstmal weg sein. Deswegen würde ich mich sehr, sehr freuen, ihr Schweine, wenn ihr einen dicken Like da lasst. Und das Video ein bisschen gepusht wird und das ein oder andere Schwein das Video noch angezeigt kriegt. Dann brauchen wir jetzt nur noch ein passendes Outfit. Wenn ich jetzt so runtergehe, dann reißt die. Ja. Solange ich jetzt auch weg bin, mal lieber eine Sicherheitskamera hier hin. Wer weiß, vielleicht bricht da jemand ein. Das ist mein süßer Opel Corsi, ihr Schweine. Und mit dem fahre ich jetzt zum Hotel. Das Ding ist nur, das ist so ein richtiges, wirklich Luxushotel. Du hast ja sogar einen Parkservice. Und Digga, wenn ich hier einfach in so einem Luxushotel mit meinem süßen Corsi vorfahre, was kann ich von mir denken? Hier, parken Sie das. Dann machen Sie keine Kratzer rein. Hallo, hier ist der Parkservice. Kann ich hier Auto parken? Sie sind der Parkservice? Wie habe ich denn gerade mein Auto gegeben? Entschuldigen Sie mal, was macht ihr mit dem Auto? Das ist nicht. Wirklich absoluter Luxus. Ich hab nachgelesen, Leute. Kriegst du da irgend so einen random Typen an die Seite, der 24 Stunden lang dir wirklich den Arsch legt. Also kannst du irgendwie 24/7 anrufen. Es ist mein Nebenjob, Leute. Was soll ich machen? Irgendwie muss die Insel ja auch bezahlt werden. Weist sie ins Hotel ein, der sagt, du kannst das und das machen. Also echt so für so einen Berater kriegt man das. Stell dir vor, ich sag zu ihm so um 3 Uhr morgens, hey bitte, kannst du mir einen blasen? Ja, klar. Corvi. Du hast ja gar keinen Führerschein. Ja, das stimmt, Chad. Deswegen haben wir das Video auch auf dem Parkplatz gedreht. Nicht auf einem öffentlichen, also nicht auf einem im Straßenverkehr. Wie sieht das einfach aus? Ich bin gespannt, wie du uns angucken wirst. Hi.
Ah, you parking my car. Ah, okay. Digga, der arme Typ muss jetzt einfach meinen Opel Corsa parken und Leute, der ist so schmutzig und da ist auch Tomaten noch. Die ist natürlich abgesperrte Strecke natürlich. Aber es geht jetzt in den 16. Stock, also wirklich, man kriegt einen geistkranken Ausblick. Wetter ist heute ein bisschen Käse, aber gucken wir mal gleich. Echt schon, wie das aussieht. Man wird hier echt behandelt wie ein König, aber ich bin daran echt unruhig. Das ist ein bisschen ein unangenehmes Gefühl. So sieht erstmal der Gang aus. Alter Schwede, guck dir mal die Türen an, wie massiv die aussehen. Da kann man schwer einbrechen. Bin gespannt, wie der Luxus aussieht. Okay, wir gehen jetzt mit die Gardinen auf und zu, da gehen auch Gardinen auf. Moment, wir gehen jetzt mal immer das Wichtigste. Die Toilette. Oh. Ui. Das ist die Toilette, wo man seinen Arsch so oder sauber spritzen kann. So. Nimm auch BD. Oh, edel. Alter Junge, die Badewanne. Ach, das. Nein. Ist das so eine monstermäßige Dusche? Voll kommt runtergeschossen. Ich liebe ja Duschen, Leute. Ich liebe einfach nur Duschen und so. Oh, das ist eine Premium-Dusche. Kommen wir direkt zum Highlight. Komm, das tut euch doch auch, Alter. Guckt euch mal dieses Monsterbett an. Und Erdbeben. Junge, das ist aber bequem. Alter, ist das ein riesiges, sickes, fettes Bett. Der Raum allgemein ist auch so eine Präsidenten-Suite. Ihr könnt einfach drei Kinder leben. Alter, ist schon wirklich super. Ihr könnten drei Kinder leben. Ihr könnten drei Kinder leben. Nur. Super groß, noch ein Fernseher. So eine Couch. Ups. Auf umsonst. Das ist echt oder ist das fake? Fake. Guck dir mal diese Box an, das haben wir hier gerade entdeckt. Digga, da, hier haben die einfach mal Schokolade reingetan. Ich fühle mich einfach wie so ein dreckiger Bonze. Boah, nein. Was weiß er? Innen drin sind Schoko. Boah, bin eingesperrt. Hier hast du einfach einen Obdachlosen. Ah, hallo? Raum allgemein super Premium-mäßig. Und natürlich, ich weiß, es juckt euch. Terrasse. Okay, das ist die Alter. Der Pool. Cool, ja. Pool. Ach, du hast einfach einen ganzen Pool hier. Für dich im Zimmer, das hatte ich noch nie in meinem Leben. Hier zu liegen, das Wetter ist halt richtig scheiße. Alter, die scheiß Sonne heute zeigt sich nicht. Diese Drecksonne, Alter. Ah, das ist immer ärgerlich. Ich hab mal so ein schönes Zimmer mit Pool auf der Terrasse und dann ist es bewölkt. Belastend. Übelste geile Chill-Lounge mit einem mega krassen Pool. Das ist aus wie ein Fußballfeld. Hast du hier noch einen Balkon? Joa, Junge! Scheiße, wie sieht das denn hier aus? Wow, das ist Premium-Shit, Alter. Die Geringverdiener! Was verdienst du denn im Monat? Ey, Junge, der Blick ist ja gestört, Alter. Stell dir ruhig in den Pool. Du kannst so auf offene Meer einfach gucken. Ah, Leute, was war das für ein Video? Heilige Mutter Maria, ich habe auch so viel Geblech dafür. Das wird ein Erlebnis. Du hast ja sogar einen Spiegel, wo du dich selber sehen kannst. Stell dir vor, jemand nimmt hier so richtig schön Doggy. Evanio? Man kann mich einfach selber dabei sehen. Aber ich will, dass wir wirklich Scheiß hier richtig auskosten, ihr Schweine. Bissdicke Menschen können ja nicht weiter als 2 Meter gehen, ohne dass sie hinfallen. Deshalb nutzen wir... Boah, der Ball ist geplatzt. ...ist den Room Service. Blasen! Da hast du die Auswahl deines Lebens. Hier gibt's das All-Day-Menü, Digga. Das ist einfach 24 Stunden lang möglich. Ich meine, wer hat denn bitte Lust, um 3 Uhr morgens noch vegan zu essen? Guten Abend, schneid mir eine Tomate. Digga, will... Guten Abend, ich schneide mir eine Tomate. Wenn ich mich ficken, Alter, 23 Euro für einen Burger. Also ein Steak 34 Euro bestellen. Digga, einfach 0 Euro. Bestimmt so eine Verarsche wie damals. Kennt ihr noch diese Handy? Wo du als Kind dachtest, boah, das kostet auch 0 Euro, diese Handys. Das war alles so eine Verarsche. Ich hab gesehen, 1 Euro, das Handy. Ja, nicht 0,2 Sprite für 5 Euro. Für 5 Euro kriege ich Figi, Figi. Black Anus Burger. Aber man kann was dazu. Figi, Figi, 5 Euro. Ja. Ich würde diese Nachricht mal wirklich ernst nehmen und Evanio auf Instagram mal folgen. Das raubt mir, Freunde. Apo RED Burgies, Freunde, mit Double Beef, Triple Cheese. Wie das Gefühl, einfach so ein Typ, natürlich ultra nett, dieses, mag ich nicht so dieses aufgesetzte Nett sein, dieses, oh, thank you, and oh, thank you, can I suck your ass? Mag ich nicht so, ne, aber natürlich wollen die korrekt sein für das Geld. Das ist der Luxusfraß, den wir kriegen. Digga, dieses Steak, 34 Euro, wie klein das ist. Ah, nee, ich dachte schon Tomate, aber nee, das ist einfach Ketchup. Aber guck dir mal, wie fett die Süßkartoffeln sind. Jeder weiß, Süßkartoffeln sind das einzig wahre. Oh, sind lecker. Wer ist natürlich am Tisch? Wer ist natürlich im Pool? Bevor wir aber in den Pool gehen, ich frage mal die Rezeption noch, ob Schwimmflügel haben. Ich mach rein, das ist viel zu tief. Hello of a question. I'm in room 1200. It's a weird question, but do you have armbands? Armbombe! Nicht vom Becken ran springen. Armbands. Okay. Das ist ja der Kopf für Knaller. Ah, Herr Schweine, mal gucken, wie dieser viel zu teure Burger schmecken wird. Brot ist so geil, Mann. Wie weich das ist. Das Brot ist super nice. Die haben einfach so Brotjob drauf. Kann man doch wissen, wie lecker. Oh nein, wurde der da reingebissen? Oh, lecker, aber 400 Euro auf. Haben wir ein Steak? Boah, wie Junge, was ist mit dir? Oder wieso? Das waren 5 Euro, die da ins Wasser gefallen sind. Oder vielleicht sogar mehr. Ey, das ist eine Möwe. Tut dir an, wie böse die Möwe ist. Moin, moin, meine aktiven Freunde. Boah, da hat Essen Bock zwar, aber Alter, das Preis ist es zum Kotzen. Ich geh jetzt weiter in meinen Pool.
Seitdem leben und schwimmen hier die Schweine. Also das Zimmer, Leute, mit der ganzen Terrasse, wie das hier aussieht, dem gebe ich wirklich eine 8 von 10 schon mal direkt. Da könnt ihr euch alle ja selber eine Meinung bilden. Ihr seht ja, wie es aussieht. Wenn ich morgen Blasen kriege, ist es wirklich eine 10 von 10. Ich meine, ich zahle auch dafür. Ach, Evanium, schnell, gib das mal bitte. Dafür will ich was. Was willst du denn? Gib mir einen 10er. Ah, okay, Gott, du Arsch, Alter. Sogar ein 100er, du Vollidiot. Ich hätte es auf 50 Cent gemacht. Dann gib mir mal die 10 Euro zurück. Und hier hast du 50 Cent, du Fettsack. Ey, was ein Arbeitgeber. Ich kenne dich. Ehrlich, das ist ein Problem, hier sind die Möwen. Hier, richtig, die geiern auf dein Essen. Jeder weiß ja, Möwen, die können einfach das Essen picken und wegfliegen. Ich hab dich im Blick, mein Freund. Nehmen wir Rudolf. Rudolf, ich hab dich im Blick. 12 Sekunden später. Ich wusste es. Rudolf. Die Möwe. Rudolf, ich hab's gewusst, Bruder. Auf dich ist kein Verlass. Wo ist denn der Claudi? Wo ist der? Diese Möwe, diese Möwe. Ich krieg dich noch, Junge. Ist so riesig von nah. Mal ganz ehrlich, der Burger ist zwar lecker, den kann man gut essen. Hol uns mal an, der ist ja nicht mal Medium. Ehrlich mal, auf richtiger Kritikertum. Das ist natürlich eine absolut überteuerte Scheiße. 34 Euro, ich kotze doch. Ich bin auch ein sehr großer Butterfan, sage ich euch, Leute. Die Butter in solchen Restaurants oder in Hotels ist sehr oft so richtig butterig. Oh, die ist cool. Da haben die hier noch so Senf. Oh, das sieht aber ganz mystisch aus. Bah, wie immer mit der Zunge überall reingeht. Oh mein Gott, das sind zwei. Rudolf hat wirklich seinen Bruder mitgebracht. Hier gibt's nichts mehr. Ich hab alles weggebracht hier, Dreckstaub. Ja, guck dir mal an, wie gierig die sind, Digga. Da ist eine große und da ist eine große. Ich krieg euch. Ach, scheiß drauf, Digga. Die Tauben kommen mal wieder. Die Tauben? Ich dachte, es wären Möwen. Fettsack. Ja, nichts gefunden. Ja. Ich will euch jetzt nicht anlügen, Leute. Das war wirklich kein krasser Burger. Krieg ich in Hamburg an jeder Ecke gefühlt. Aber wahrscheinlich sogar der Big Mac schmeckt besser. Da will ich meine Schweinebrüder nicht anlügen. Das war vielleicht höchstens eine 5 von 10. Durch den Preis geht's gefühlt runter auf eine 4 oder 3 von 10. Weil ich meine, Preis-Leistung ist ja zum Übelskotzen. Ich meine, 34 Euro. Mit absoluten Standardburger. Ich meine, Cheeseburger ist sogar besser. Ah, der war essbar, aber einfach nicht krass. Wir werden aber den Zimmerservice heute einsam mal nutzen. Vielleicht wird's ja noch besser. Sicher und stark hoffen. Bevor ihr in den Kommentaren fragt, ja, wie kannst du das denn alles leisten? Um mir dieses Hotelzimmer leisten zu können für das Video hier, muss ich mein ganzes Sparschwein köpfen. Andere Influencer machen in diesem Moment immer eine Placement rein, aber Evanio einfach köpft sein Sparschwein. Und hier, Leute, könnt ihr sehen, das ist eine Multibanko-Kreditkarte hier auf Madeira. Und die gehört einfach mal richtig schön umgespielt, beziehungsweise Simon Ruifels. Das heißt, Simon, das ganze Hotelzimmer hier geht auf dich, du Schwein. Das ist einfach Kleingeld. Leute, der Pool ist ja nicht genug, oder? Ich habe gerade erfahren, es gibt hier einen Infinity-Pool im 17. Stock. Auch den gucken wir uns jetzt mal an. Und hier ist der Infinity-Pool. Es ist ja unglaublich. Du kannst dich hier reinlegen und dann kannst du über die Stadt so mäßig gucken. Das soll Infinity heißen. Der Einzige, der hier ist, stört es natürlich wieder eine Möwe. Aber sonst ist hier einfach niemand. Ey, Leute, ich weiß nicht, was für ein Glück wir gerade haben. Niemand ist hier. Alles frei, obwohl hier so viel Platz ist. Oh, komm her, Möwe. Oh, ist das geil. Boah, du gehst hier an den Rand, Digga. Und dann kannst du einfach, boah, komplett. Kannst hier komplett über die Stadt gucken. Digga, das ist nochmal ein geileres Erlebnis. Und der Pool ist auch so schön warm. Aber ich bin ja hier im Pool, ne? Und genau da hinten wohne ich einfach. Genau da. Juhu! Wohnung! Evanio! Ja, komm, leck mich. Wäre nur Spaß, das bin ich am Stein. Oh, Digga, ich fühle mich einfach wie so ein Instagram-Mädchen. Nur ohne dicke Titten. Und das finde ich gut. Ich finde das gut. Heute Abend. Ich finde das gut. Leute, Madeira ist jetzt das Besondere. Madeira hat ja immer so schöne Lichter. Und stellt euch jetzt schon mal vor, wie geil das wird. Cool, geil Licht auf Madeira und dann noch einen geblasen kriegt. Das wäre ein Traum. Komme ich auch extrem bei diesem Video, Leute, aufs Frühstück. Weil ihr sehen könnt, Digga, da in diesem Raum frühstückt man am Morgen. Ich habe schon oft gesagt, ich bin ein absolutes Frühstücksschwein. Ich liebe es einfach nur zu frühstücken. Und sag immer wieder zu, geht frühstücken, weil es ist einfach so geil, Mann. Und Hotelfrühstück ist immer so geil mit so Buffet. Und dann nimmst du hier und dann okay, Spa-Time. Das Spa ist wirklich geil in dem Hotel, muss man sagen. Das ist wirklich geil. Ein richtig geiles Spa. Da gibt's so eine Erlebnisdusche, wo du durch so verschiedene mit Geruchsduschen und so durchgehst und manche sind hart, manche sind weich, manche sind warm, manche sind kalt und es ist so richtig, also du gehst durch quasi so eine, wie nennt man das? Ja, wie so eine Autowaschanlage, das ist so irgendwie geil. Spa-Time. Was ist denn mal Kleingeld? Es ist Zeit, Leute, für Spa. Deswegen ziehen wir uns einmal um. Perfekt gekleidet. Was trägt ihr so für die Sauna? Die Jeanshose, die ist auch sehr bequem. Nur die Lobby für die Sauna. Guck das mal an, das ist so ein ganzer Raum. Hier ist der Chillraum. Da vorne ist ein Schwimmbad. Oh, es riecht so geil. Oh, Sauna an, wie schön ist die denn? Das sieht aus, als ob da so Harry Potter drin geboren wurde. Cool, der ist auch richtig geil. Guck dir mal schon an. Wir duschen hier, ne? Er war einfach nackt in diesem, ein komplettes Spa. Ich brech zusammen, bist du auf. Dann kriegst du das mal hier. Das ist das, was ich meine, dass diese verschiedenen Farben und verschiedenen Geruchsduschen und so, die sind echt cool da. So ein Orange, das ist so richtig warm und fühlt sich an wie so ein Regenschauer. Oh, das riecht auch so lecker. Oh, ich würde das gerne essen. Komm, grün. Hi, haben Sie 10 Minuten? Dann würde ich mir die gerne nehmen, um mit Ihnen über Ihren aktuellen Versicherungsschutz zu sprechen. Kontaktieren Sie mich. Man schwitzt wirklich alles raus, Leute. Das ganze McDonald's kommt aus meiner Haut raus. Die Ronaldo macht immer Sauna. Ronaldo empfiehlt auch, ob man immer Sauna machen soll. Guckt euch denn seinen Körper an. Mich lecken. Ich weiß, Leute, ihr habt wahrscheinlich keinen Bock, in die Sauna zu gehen. Kann ich verstehen. Ich hab früher auch keinen Bock drauf gehabt. Weil wer hat schon Bock, seine 5 cm jedem zu zeigen? Weil man muss ja nackt sein. Sag ich ehrlich, ich zeig hier jemand 5 cm und jeder will lutschen, oder?
Ihr Schweine! Das war wirklich eine 9 von 10. Alter, war das entspannt und geil. Oh, Moment. Ach, was wollen die denn jetzt von mir? Hallo? Wir haben sowas wie Bruschetta oder wie das heißt, dieses Brot mit Tomaten. Tomaten? Verpiss dich! Salz und Pfeffer dann bitte noch dazu. Und seht ihr das hier, Schweine? Wir haben uns echt noch so eine Holzkarte gegeben. Mit dieser Karte kriegst du 40 Euro. Du kannst dir Essen kaufen für 40 Euro. Das kriegst du dann so gesagt aufs Haus. Jetzt gehen wir richtig geil im Restaurant unten essen. Auf geht's hier schon. Oh nein. Scheiße, ich habe eine SMS bekommen. Ich habe auch die Webcam aufgestellt, erinnert ihr euch? Mal lieber eine Sicherheitskamera. Irgendjemand ist bei mir zu Hause eingebrochen. Die haben jetzt. Person erkannt, Hausüberwachung. Ey! Ey, wer ist das? Ey, du Arschloch! Ey, geh aus meiner Wohnung, was soll diese Breakdance-Moves, ey? Scheiße, ich wohne ja da hinten. Ich muss da kurz hin, ich werf die Kamera kurz hin. Okay, ich bin da, ey. Raus. Ey, warum gehst du um die Ecke? Er versteckt sich gerade hinter der Ecke, er versteckt sich gerade hier links, Alter. Komm raus, zeig dich, was klaust du? Meine Boxershorts, nicht mehr, ey, verpiss dich, Andrew. War das der Gamer-Tour? Die Sauna war zwar geil, aber genau gerade das, was in der Sauna passiert, was genau das widerspiegelt, warum ich diese ganze Luxus-Scheißwelt so hasse. Ihr wisst selber, ich war Kellner 3 Jahre lang. Um das hier zu bezahlen, Leute, musste ich 3 Monate kellnern und ordentlich Trinkgeld in den Arsch kriegen, damit ich mir das überhaupt leisten konnte. Was gerade passiert ist in der Hotellobby und in der Sauna, das spiegelt 1:1 wieder, wie die, warum ich diese Luxuswelt hasse. Die Mitarbeiter hier, das kann ich jetzt schon mal sagen, die sind so überkorrekt. Das finde ich doch gar nicht mal so schlimm. Aber die sind, ihr wisst schon, dieses so unglaublich nett, so yes, sir, and thank you, sir, and sir, can I suck your ass, sir. Aber die müssen das ja irgendwie machen. Aber jetzt bin ich schon mal, was der Kritikpunkt ist. Also er beschwert sich, dass der Service höflich ist. Ja, das ist halt in der Servicewelt so, dass Leute im Service einfach höflich sind. Das wird so erwartet, Evanjo. Ich weiß nicht, was das Problem damit ist, aber okay. Bin mal schauen, was jetzt für ein Kritikpunkt kommt. Wahrscheinlich, weil die werden gezwungen von ihr. Von dem Chef, sonst peitscht er die aus. Schnauze! Komm aus der Sauna raus. War okay, ich war nackt, muss man dazu sagen. Aber da bringen sie eine Fotze. Ich schwöre es euch, Leute, die ist so schickimicki. Ich schwöre, die hat mich angeguckt, als ob ich Dreck wäre. Wirklich so richtig so ab herablassen. So, Du Geringverdiener! So wirklich, als ob ich der letzte Drecksmensch war. Die hat mich angeguckt, als ob ich wirklich Dreck wäre. Und auch in der Hotellobby als eingecheckt. Also hat mich so eine Frau so richtig hochnäsig und scheiße angeguckt. Warum glauben irgendwelche Menschen eigentlich immer, nur weil sie ein bisschen Geld haben, sind sie irgendwie mehr wert als andere Menschen? Ja, wirklich, das ist so, warum ich diese ganze Luxuswelt, dass alles mich am Arsch lecken kann und ich wirklich. Wisst ihr was? Mir reicht das ja völlig aus im Leben, bei Burger King zu sitzen und mit euch zusammen bei Kerzenlicht einen Burger zu essen. Tut mir leid, ich bin ein bisschen aufgeregt. Ja, okay. Also andere Hotelgäste fucken ihn ab, weil sie ihn angucken, wenn er nackt durch als einziger nackt in der Sauna rumläuft, weil in Portugal ist es eigentlich nicht so üblich, nackt in der Sauna in einem Hotel rumzulaufen. Er hat mir auch so erzählt, ich war in diesem Hotel, ich war der Einzige, der nackt war, alle anderen hatten Badehose an. Habe ich so gesagt. Ja, es ist auch eigentlich normal da, weil das ist ja ein Schwimmbad mit Sauna und so, da haben die Leute ihre Badeklamotten an. Aber ich war einfach komplett nackt. Okay, Evanjo, mach mal. Ich habe jetzt herausgefunden, die Küche hier wechselt jeden Tag und wir haben... Also ich wundere mich da nicht, dass die Leute ihn komisch angucken, wenn er da nackig durch die Gegend läuft. Heute am Montag, Asiatik. Man, hier gibt's einfach auch Ramen, echte Ramen, wie bei Naruto. Digga, beim Nachtisch haben die aber richtig gekillt. Kalte Suppe, wer denkt sich denn zum Dessert? Ja, Mann, kalte Suppe. Und für kalte Suppe wollen die einfach 10 Euro. Ich habe gerade hier so ein heißes Tuch bekommen. Das brennt, Hände sauber zu machen. Oh, das riecht nach Minze. Das schmeckt nach Minze. Guck mal hier. Die Ramen sind da. Gott im Himmel, sehen die gut aus. Ich habe in Deutschland ab und zu so geile Ramenläden jetzt gefunden. Bin ich einfach abgehauen an Madeira und jetzt kriege ich hier wieder so geile Ramen. Die Brühe ist ja das Wichtigste. Und wenn die geil ist... Oh mein Gott, das schmeckt so wie diese Yum-Yum-Suppe. Oh, das ist diese Yum-Yum-Suppe, also im positiven Sinne. Oh, ist das lecker. Alter, das ist gerade so geil. Ich will nach Japan, ich will diese echten Ramen essen. Kennt ihr diese Shikimiki-Mahlzeiten? Genauso fühle ich mich gerade. Kommt da jetzt Schokolade raus? Nee, da kommt kein Schokolade raus, da kommt was Grün. Da kommt Matcha. Matcha kommt da rausgeflossen. Oh. So Grüntee so mäßig. Aber mit Schokolade gemüllt. Einfach 10 Euro dafür bezahlt. Ich für 10 Euro möchte ich das Blatt noch aufessen. Für 10 Euro das Blatt aufessen. Plastik. Ah, okay. Leute, ich weiß jetzt, warum die Kellner hier so überdurch... Das Blatt war niemals aus Plastik, Evanjo. Er sagt, das ist aus Plastik. Ich glaube, das war ein ganz normales Bananenblatt. Ich glaube nicht, dass es Plastik war, aber okay. Leute, ich weiß jetzt, warum die Kellner hier so überdurchschnittlich korrekt sind. Seht ihr diese Karte hier? Karte kannst du einem Mitarbeiter geben, der dich halt so gesagt am besten behandelt hat. Wahrscheinlich kriegt ihr dann dadurch irgendwie vielleicht einen Bonus oder so. Ich weiß schon ganz genau, wem wir diese Karte geben. Ah, den Mitarbeiter habe ich hier gesucht. Ihre Karte. Ah, kann ich noch in die Fresse schlagen, Sir? Denn zufriedene Kunden sind unser Ansporn. Die Rahmen waren... Wirklich geil. Ich will euch mal anlügen, Leute. Ich würde den Rahmen vielleicht höchstens 6,5 von 10 geben. Und bevor ihr sagt, damals wisst ihr noch, Petzak frisst Frankfurt leer, was ich dafür geile Rahmen gegessen habe, so fetten Nudeln, das war eine 9 von 10. Essensmäßig bis jetzt wurde ich echt ein bisschen enttäuscht. Keine Sorge, wir werden noch ein bisschen mehr fressen. Außerdem geht's morgen auf Frühstück. Aber jetzt kriegt ihr die Abenderfahrung. Hier sieht das Hotel mit Ausblick nachts aus. Dafür machen wir das Licht aus. Boah.
Sieht aber gut aus. Oh, der Blick auf die Stadt ist auch schon wirklich sehr, 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 sehr geil. Runtergucken. Oh, der Blick aufs Meer ist ja auch unfassbar geil. Da oben der Mond zu sehen ist. Na, da oben siehst du die Spiegelung. Oh, hier ist so ein Blick auf den Hafen, wo der Thunfisch frisch gejagt wird. Digga, der Blick ist ja einfach nur wirklich, da könnte man wirklich Kinder essen. Das Kranke ist ja, du kannst ja einfach 24/7, wie du Bock hast, einfach in deinen eigenen Pool springen. Oh, Digga, ich bin hier einfach in diesem Pool bei Nacht. Ja, da kann ich nicht sagen. Das ist Ruhestörung. Anzeige ist raus. In den Himmel so reinguckst. Guck mal, wie geil der Mond da so reinknallt. Stell dir jetzt vor, noch irgendwie so ein Sommergewitter. Oh, wie das denn alles wirklich gestört. Du zahlst auch wirklich eine Stange Fettgeld, die ihr noch erfahren werdet am Ende des Videos. Aber stellt euch jetzt mal vor, du liegst hier im Pool und da laufen noch die besten Videos ganz Deutschland. Wisst ihr was, das machen wir jetzt mal kurz. Und wir haben's mögen. Hä, der hat gar nicht meine Videos angemacht. Hä? Ich glaube, Ivanio hat sich auf den falschen Kanal geklickt. Eine Woche Döner von Ivanio. Sehr geiles Video, würde ich sagen. Moment, ich switch mal um. Was haben wir hier? Umgestellt zu Tuna Half Man. Ich suche das wieder richtig gerne, die Serie, ne? So eine geile Serie. Oh, dazu Pool. Ich habe schon mal schwimmende Schweine gesehen. Geht's wirklich auf Hawaii? Also ich verarsche dich. Da gibt's einfach wirklich schwimmende Schweine. Auf Hawaii? Also eigentlich sind das die Schweine von den Bahamas. Da müssen wir auch irgendwann mal hin. Kriegt ihr so eine ähnliche Aufnahme von einem schwimmenden Schwein? Es sind die saubersten Schweine der Welt. Auch sie werden regelmäßig gefüttert. Oh Leute, Pasta wäre doch mal richtig geil, oder? Geil, so richtig geil, dieses grüne Goldpesto. Oh, das sieht aber geil aus, oder, ihr Schweine? Ja, man schmeckt die Pesto ja kaum raus. Oh, das Gefühl, diese 3 Euro Pesto besser, Digga. Oh, Bolognese, ey, die Madarenser lieben ihre Blumen auf Essen. Da fehlt zwar ein bisschen die Tomatensauce. Allgemeine Soße ist sehr trocken. Hat anscheinend wirklich nur Hackfleisch ohne Soße. Und Bolognese eigentlich mit Soße. Aber schmeckt besser als das Pesto, muss ich sagen. Geil, die haben sogar noch Käse dazu gegeben. Das könnte ich jetzt einfach so essen. Ja, der Käse ist aber lecker. Komm bitte, Leute, ihr wisst, ich bin fertig. Warum mein dickes Dessert? Schokomousse. Junge, wie viel zahlt er denn an diesem Hotel, wenn er noch dieses ganze überteuerte Essen bestellt? Oh mein Gott. Dies und komm, du Fetzer. Ja, ja, komm, ich zeig's dir. Hab ich hier einen Mars bestellt? Das ist Schokomousse. Nee, das ist Kuchen. Der Renserkuchen hieß das. So Vanilleeis. Erinnert mich sehr an irgend so ein Brot, das man in Deutschland auch kaufen konnte. Weil das kein Schwein gekauft hat. Das war einfach nicht lecker. Jetzt alles auf das hier. Jetzt alles auf das. Oh, das ist ja Küssen. Auch 10 Euro kostet. Das ist Küssen. Alter, gutes an für alleine. Wie Schoko. Oh, ich will gar nicht, dass der Tag hier endet. Boah, kennt ihr das, so ein Tag oder so ein Gefühl oder das fühlt sich so nice an und denkst, oh nein, du willst hier das Ende. Das ist gut, so ist gut. Ja, das fühlt sich, das ist strong. Aber kommt, ihr Schweine. Oh mein Gott, dieser Trimax-Clip ist ja ganz wild. Mach die Augen auf. Ah, mein Auge. Ich hab völlig reingekackt, ihr Schweine. Ich war so dermaßen müde. Weil mein Schlafrhythmus ist eigentlich ganz geil für so einen dreckigen YouTuber. Ich stehe immer so 8:30, manchmal 9 auf. Diesmal bin ich einfach um 11 aufgestanden. Wir haben das Frühstück verschlafen. Ah! Hey, ganz ruhig, ist ruhig. Keine Sorge, du Schwein. Ich krieg mein Frühstück. Und wie kriegen wir unser Frühstück? Indem wir hier kurz einmal schnippen. Oh, okay. Oh, gib mir das Essen. Oh Gott, da ist das Frühstück. Das kann ich euch nicht erklären. Ich schwöre es euch, ich bin einfach so toll. Dieser schöne Latte Macchiato für 3 Euro. Och Gott. Gottes Willen, Ivanio. Was ist denn mit dir, Junge? Was ist denn mit... Ich kann nicht mehr. Nee, der Würfel kommt jetzt weg. Der Würfel kommt jetzt weg, ich kann es nicht mehr. Oh, ist der lecker. Röstis. Oh, roten. Oh, ein Mini-Blaubeer-Muffin. Oh, sie schaffen lecker. Nicht. Oh, ein Mini-Schokobrötchen. Vanillepudding. Das ist auf jeden Fall so nationalgerichtmäßig in Portugal. Kein Blätterteig, innen drin hast du Vanille. Super süß. Hoch damit. Geile Crepe. Digga, haben die mir wirklich Ketchup dazu gebracht? Du gebracht Ketchup mit Crepe. Hör auf, oder? Oh, bist verarscht, ich immer nehme, das ist eine Handvoll Kelloggs, dafür wollten die einfach 9 Euro, diese Hunde. Ich hätte mir aber das 9 Euro Ticket holen können, anstatt die hier. 9 Euro, das ist natürlich wie... Ja, diese Flakes von Penny oder von Edeka, die ganzen Fakes da, Menge 1 zu 1 so. Aber die kriegen eine ganze Packung, irgendwie 200.000 Gramm für 2 Euro. Oh. Ich kann dir beim Essen nicht zugucken, Junge. Du isst wie ein Schwein. Ein paar Sachen würde ich aber schon ganz gerne klappen. Noch nie in meinem Leben so eine gut riechende Seife gehabt. Und, ey, das ist ein Klo. Nein. Du bist. Ach, ihr... Bah. Tu es nicht in deine Tasche. Ist doch. Oh mein Gott, da haben schon so viele Gäste ihren Kackklo mit sauber gemacht. Oh, wie ekelhaft du bist. Und dieser Pool. Ich würde diesen Pool irgendwie gerne klauen. Ich nehme mal das Wasser mit. Aber ich glaube, es wird Zeit, Leute. Es wird Zeit, hier in Opel zu setzen und euch die Rechnung zu zeigen. Warum bin ich rein? Und ich sitze in meinem Corsi. Ach, der arme Mitarbeiter, dass er alles hier sehen musste. Ich hoffe, der Mitarbeiter war gut zu dir, mein süßer Corsi. Mit einem frischen T-Shirt und der Rechnung in der Hand kann ich das Hotel bewerten und euch die Rechnung zeigen. Das Hotel war einfach ein unfassbar schönes Erlebnis. Anders kann ich nicht sagen. Vielen, vielen Dank, dass ihr mir sowas ermöglicht, solche Videos hier zu machen. Weil ich durch welche Videos wahrscheinlich nicht so viel Gewinn machen werde. Weil der Preis, Leute, den zeige ich euch jetzt. Das Hotelzimmer hat mich 1.500 Euro gekostet.
Für eine Nacht, boah. Das ist ja auch gerade Hochsaison, gerade sehr, sehr teuer. Das ist, also ich weiß noch, vor der Corona-Pandemie, da konnte man viel günstiger ins Hotel einchecken. Mittlerweile ist alles so teuer geworden. Ich weiß noch, da hat eine Nacht zur absoluten Spitzenzeit, zur Silvesternacht, wo alle das Feuerwerk übelst abfeiern wollen, hat da 1.000 Euro gekostet für eine Nacht. Das war schon so, wo alle gesagt haben, oh mein Gott, 1.000 Euro für das Hotel für eine Nacht, ist ja ganz krank und so. Aber jetzt kostet einfach hier im Sommer schon 1.500 für eine Nacht, Alter. Plus den ganzen Roomservice. Boah, der ganze Roomservice. 131 Euro, was ist das? Das Essen gewesen hier? Jetzt sind wir bei 1.600 Euro. Boah. Oh. Scheiße. Scheiße, das ist so viel Mäuse. Das alles nur für ein Video, beziehungsweise für eine Nacht in diesem Hotel. Ich finde, sowas kann man schwer aufwiegen. Es war einfach ein super Erlebnis. Das war geil und hier und der Raum und der Pool und die Sauna und der Service und dies und das. Und wenn ich es ganz ehrlich bewerten müsste, würde ich sogar echt den ganzen Wohnung rum so eine 7 von 10 geben. Boah, krass. Obwohl so teuer. Das ist eine sehr starke Wertung sogar dafür. Krass. Problem ist allerdings das Essen. Also das Essen hätte ich auch, also ich würde in so teuren Hotels ehrlich gesagt eher nicht immer aufs Essen bestellen, sondern lieber in der Nähe in die Restaurants gehen, weil da sparst du halt Geld, ne? Und erlebst noch was von der Stadt. Essen war halt wirklich einfach nicht krass. Und vor allem Essen ist uns Schweine extrem wichtig hier. Wir wollen halt gutes Fressen haben, egal wie gut das alles drumherum ist. Ich meine, es kann auch eine schäbige Bude sein, wenn das Essen geil ist, dann reicht mir das doch schon. Aber wenn das Essen schlecht ist, dann zieht das ja alles mit runter. Das einzige Gute war vielleicht die Ramen, aber die waren ja auch nicht überkrank. Da habe ich schon viel, viel bessere gegessen. Und deswegen geht's alles runter auf eine 6 von 10 so ungefähr. 1,6 zu rechtfertigen ist unfassbar schwer. Da lookst du eh immer völlig überteuert. Das Essen, sorry, das für ein Luxushotel nicht so gut. Also nicht dem gerecht, was es eigentlich sein sollte. Ich habe einen Haufen Geld für euch Schweine ausgegeben, aber auch einen Haufen Liebe in dieses Video reingesteckt. Ich hoffe, ihr habt bis zum Ende auch geglubscht. Danke für jeden Like, Comment, Abonnent und geglubscht. Grüße von Herzen, ihr Schwein. Danke, dass ihr da seid. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, war ein interessantes Video. Auch sehr ekelhaft, muss ich sagen, mal wieder.